Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar geht es um das neueste Update mit der Versionsnummer 2023.26.8. Und hier gibt es eine entscheidende Neuerung. Und zwar kann man hier diesen Controller von der PS5 kann man jetzt kabellos benutzen. Genau genommen ist diese Funktion schon beim vorhergehenden Update dazugekommen. Und diese Punkt 8 hat jetzt noch kleinere Fehlerbehebungen drin. Was das letzte Update mitgebracht hat, sind Veränderungen im Design von Spotify. Hier hat sich ein bisschen was an der Optik verändert. Ich finde es nicht sonderlich spektakulär. Deswegen werde ich jetzt auch nicht so weiter darauf eingehen. Wenn man ein Ziel eingibt in der Navigation, dann ist es jetzt so, dass man die Geschäftszeiten sieht. Wenn ich jetzt also losfahre und gebe ein Ziel ein und dann wird mir angezeigt, dass dieses Geschäft etwa um 17 Uhr schließt. Und dann weiß ich, schaffe ich das noch oder schaffe ich es eben nicht. Dann nächste Funktion ist die besagte Sache mit dem Bluetooth-Controller. Man kann jetzt hier den Controller der PlayStation 5 verbinden. Darauf gehe ich gleich näher ein. Dann gibt es eine kleine Änderung in der Kameraansicht und zwar in der Tesla App. Jetzt kann man alle vier Kameras auf einmal sehen. Das wird dann praktisch in so einem Quadrat angezeigt, welches dann in vier Kameras unterteilt ist. Man kann aber nach wie vor die Kameras auch einzeln anzeigen, das heißt die vordere, die hintere, die nach rechts und die nach links. Aber wie gesagt, wenn man es wünscht, kann man alle vier Kameras auf einen Blick sehen und das ist eigentlich auch eine ganz praktische Sache. Die nächste Änderung nennt sich wärmere Displayfarben. Das ist ähnlich wie es bei Smartphones ja mittlerweile ist. Und zwar ist es so, dass es nachts bzw. wenn es dunkel ist, das Display automatisch auf wärmere Farben eingestellt wird. Und das ist einfach schonender für die Augen. Und im nächsten Menüpunkt sind noch weitere Updates zusammengefügt. Das sind alles solche Kleinigkeiten. Mittlerweile sind ja schon einige Videos draußen, die das neue Update abhandeln. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht näher drauf ein. Mir geht es um den Controller und da möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie man diesen verbindet. Wie gesagt, um diesen PlayStation Controller zu verbinden, macht ihr einfach Folgendes. Ich könnte jetzt in die Bluetooth-Einstellungen gehen und das hier eingeben. Ich habe letztens ein Video gemacht mit nützlichen Sprachbefehlen und deswegen werde ich jetzt einfach auch mal dafür einen Sprachbefehl benutzen. Wer das Video nicht gesehen hat, ich verlinke euch das mal hier oben. Zum Eingeben eines Sprachbefehls einfach hier auf diese rechte Scrolltaste am Lenkrad tippen. Bluetooth-Einstellungen öffnen. Und dann öffnet er mir hier auch schon die Einstellungen, wie man sieht. Jetzt gehe ich hier auf Gerät hinzufügen. Und am Controller, ich habe es probiert mit der PS-Taste drücken lang. Das war ein Fehlschlag, das hat nicht funktioniert. Ihr müsst hier zum Verbinden die PlayStation-Taste und die Share-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Dann geht es in den Verbindungsmodus. Und wenn ihr hier jetzt auf Suche starten geht, dann findet er hier den DualSense Wireless Controller. Hier tippt ihr drauf. Und dann ist der auch schon, wie man sieht, verbunden. Also sehr einfach die Installation. Jetzt gehen wir hier einfach wieder raus. Gehen auf Arcade, auf die Spiele. Jetzt wähle ich einfach mal dieses Beach Buggy Racing aus. Hier auf Spielen
Und wenn das alles funktioniert hat, dann sollte ich jetzt mit dem PlayStation Controller eigentlich zocken können. Und wie man sieht, ich kann den Controller benutzen und kann jetzt dieses Spiel statt mit dem Lenkrad, kann ich es jetzt mit dem Controller spielen. Und ich finde, von der Steuerung her lässt es sich mit dem Controller deutlich besser spielen als mit dem Lenkrad. Wo ich dann auch immer denke, je nachdem auf welchem Untergrund man steht, ist es natürlich mitunter auch schlecht für die Reifen. Von daher finde ich allein schon die Benutzung mit dem Controller besser. Ich habe vorher den Controller von meiner Xbox benutzt, musste dafür allerdings das Kabel anschließen und so ist es doch echt deutlich angenehmer über diese Bluetooth-Funktion. Ich hoffe, ich habe dem ein oder anderen helfen können, was die Verbindung des Controllers angeht. Wie gesagt, ich habe am Anfang meine Schwierigkeiten gehabt. Und wie man hier übrigens sieht, ich habe jetzt hier diese Vorschau von dem Spiel hier. Hier ist ein Bild vom Controller und eins und hier steht verbunden. Und für heute soll es das auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt, denn das hilft dem Algorithmus und natürlich hilft es, dass mein Kanal wächst und deswegen würde ich mich darüber auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, allzeit natürlich einen vollen Akku, macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.